wesentlich schneller. Ja. Katharina Pereira ist freiberufliche Hebamme in Berlin. 17 Jahre lang hat sie Geburten begleitet. Aber für sie geht es so nicht weiter. Immer mehr Kreissäle schließen, immer weniger wollen den Job machen. Hebammen arbeiten am Limit. Wir Hebammen wollen nicht mehr arbeiten in den Kreissälen und wollen 4 bis 5 Frauen gleichzeitig betreuen, weil wir das Wohl von Mutter und Kind so nicht sichern können. Und freuen Sie, manche Mütter müssen erst mal gucken und müssen erst mal realisieren, okay, jetzt ist es da. Ja? Die Hebamme wird auf alle Fälle das Baby mit Handtüchern abdecken. Ein Geburtsvorbereitungskurs in Berlin-Kreuzberg für Eltern, die ihr zweites Kind erwarten. Katharina Pereira imitiert Geburtswehen. Okay. 3 Wehen. Wie war es für die Frauen? Erinnerungen werden wach. Konntet ihr aber noch mal hören, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Also, ihr konntet hoffentlich hören, dass die Wehen unterschiedlich sind. Und das sind sie immer. Nicht eine Wehe ist wie die andere. Und wenn ihr eine gute Geburtsvorbereitung ist für die Hebamme heute so wichtig wie nie zuvor. Denn Kinder kommen in Deutschland derzeit unter schwierigen Bedingungen zur Welt. Vielerorts mangelt es an Hebammen. Dabei sind es gerade freie Hebammen wie Pereira, die für die Vor- und Nachsorge von Schwangeren unverzichtbar sind. Und ihre Kolleginnen in den Kliniken arbeiten im Dauerstress. Katharina Pereira hat ihre Kurse deswegen in den letzten Jahren neu ausgerichtet. Es geht nicht mehr nur um körperliche und mentale Geburtsvorbereitung der Eltern, sondern auch darum, dass man ihnen darüber erzählt, ja, wie die Situation in den Krankenhäusern ist. Also dass halt eine Hebamme manchmal teilweise 3 bis 4 Frauen gleichzeitig betreuen muss. Und auch die Frauen so selbstbestimmt auf die Geburt vorzubereiten, dass sie ein gutes Körpergefühl haben, dass sie gut durch die Geburt durchgehen können. Was wir zum Beispiel bei Hausgeburten machen, wenn wir mehr Wehen haben wollen oder wenn wir wollen, dass das Kind sich richtig einstellt oder dass wir die Kindslage optimieren, dann würde ich auch einer Frau sagen, dass sie sich mal so hinlegen soll unter der Geburt. Wenn sie sich nämlich ganz Pereira war 17 Jahre lang in der Geburtshilfe. Seit kurzem ist sie bei Geburten nicht mehr dabei, sondern macht nur noch Vor- und Nachsorge von Schwangeren und gibt Kurse. Eine Entscheidung, die ihr nicht leicht fiel. Sie weiß, wie schwer es für werdende Eltern ist, eine Hebamme zu finden. Die Absagen waren immer dieselben. Wir haben keine Kapazitäten, keine freien Plätze mehr für den Sommer. Wir waren schon ziemlich früh dran. Also wir haben bestimmt 2 Monate, 3 Monate. Und mein erstes Kind ist vor 8 Jahren zur Welt gekommen. Da war das noch nicht so ein Problem. Aber jetzt ist es tatsächlich ein Problem gewesen. Hallo Baby. Na, kleine Maus, letztes Mal warst du so aktiv. Mal gucken, ob sie wieder auf meine Hände so reagiert. Also, Rücken immer noch schön hier auf der Seite. Und was ist das, was hier so ich guck gleich mal. Samantha McAnuff erwartet ihr drittes Kind. Katharina Pereira macht bei ihr die Schwangerschaftsbetreuung. Bei der Geburt wird sie auch dabei sein, aber nur zur mentalen Unterstützung. Ein Freundschaftsdienst. Du kennst schon meine Hände, ne? Ich glaube, ich möchte gerne wieder erst zurückgehen in die Geburtshilfe, wenn ich ein richtig gutes Konzept habe, wie man außerklinisch gut in einem Team auch arbeiten kann und nicht auf Dauerrufbereitschaft ist. Super. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche auf Abruf. Wann Babys auf die Welt kommen, lässt sich nicht planen. Ständig verfügbar sein, das ging auf Dauer zu sehr auf Kosten ihrer eigenen Familie. Schöne Herztöne, so wie es sein soll. Freie Hebammen müssen sehr hohe Versicherungsbeiträge stemmen. Auch das eine Hürde für Pereira, wieder Geburten zu betreuen. Alleine nur die Vorstellung, ich würde gerne nächstes Jahr wieder in die Geburtshilfe zurückgehen wollen, wäre mein großes Problem, wo kriege ich 6.000 Euro her oder 7.000 Euro her, um die Haftpflicht zu bezahlen. Weil die muss ich ja haben, bevor ich wieder einsteige. Und ich glaube, das ist auch das ganz große Problem für die
jungen Hebammen, die aus der Ausbildung kommen. Die Haftpflichtversicherung freiberuflicher Hebammen in der Geburtshilfe wird ständig teurer. Mittlerweile sind es über 8.000 Euro jährlich. Auch wenn ein Teil der Kosten zurückerstattet wird, der Lohn der Hebammen ist alles andere als angemessen, meint Pereira. Super, alles wunderbar. Das macht mich richtig wütend, weil wir natürlich einfach auch nicht für die Verantwortung, die wir haben, entlohnt oder bezahlt werden. Ja? Das finde ich eigentlich das Schlimme. Und das ist natürlich auch eine Frage der Wertschätzung. Für Samantha McAnuff ist ihre Hebamme unersetzlich. Mit der Hebamme bist du inniger, würde ich sagen. Du stehst der näher als deiner Frauenärztin. Du kannst mit der anderen Sache andere Sachen besprechen, mit denen du mit deiner Frauenärztin nicht besprechen kannst, weil die ja nicht so viel Zeit haben. Hebammen nehmen sich die Zeit, sagt Pereira. Bezahlt werden viele Überstunden nicht. Eine Situation, die für Pereira unhaltbar geworden ist. Deswegen geht sie auf die Straße. Ich bin eine von vielen Hebammen, die die Zustände so nicht mehr hinnehmen wollen. Wir haben eine Gruppe gegründet, die nennt sich Midwife Rebels. Die rebellischen Hebammen kritisieren unter anderem, oft werden wegen Personalmangels Kreissäle geschlossen und Frauen unter Wehen von den Kliniken abgewiesen. In diesem Sinne, das allein ist schon frustrierend genug am Geburtsbeginn. Wenn sie dann eine Klinik gefunden hat, dann muss sie vielleicht mit dem Fakt leben, dass die Hebamme, die sie betreut, mindestens 3 bis 4 Frauen gleichzeitig auch noch neben ihr betreuen muss. Das heißt, sie bekommt keine adäquate Betreuung unter der Geburt. Das kann unter vielen Umständen dazu führen, dass es viele Interventionen gibt unter der Geburt, dass es eine hohe Kaiserschnittrate gibt und dass die Frauen traumatisiert aus der Geburt kommen. Und das wollen wir so nicht mehr hinnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viele Kinder, viel Kraft und lasst euch nichts gefallen. Ich würde es echt gerne auf dem Alex machen oder auf 2, 3 großen Plätzen in Berlin. Mit einem Lautsprecherwagen, eine gute Anlage, gute Mucke und dann einfach die Dinger vorlesen. Zack, 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 mit Live-Schaltung auf Facebook. Die Dinger sind Postkarten. Die neueste Protestaktion der Midwife Rebels. Menschen aus ganz Deutschland schicken Postkarten an den deutschen Gesundheitsminister. Beschwerden über Hebammenmangel, geschlossene Kreissäle, überlastete Geburtshelferinnen. Unter der Krise im Kreissaal leiden auch Katharina Pereira und ihre freiberuflichen Kolleginnen. Im Foyer, da müsste ich Tom Rabi, mein Kumpel, fragen. Wenn Frauen in der Klinik nicht gut betreut werden, dann läuft es fast immer so, dass ich als freiberufliche Hebamme das zu Hause auffangen muss. Und das ist das, was wir früher nicht so hatten. Das ist jetzt kein Bashing der Kliniken. Die Klinikhebammen tun, was sie können. Tun ihr Bestes. So, aber das ist oft so unzureichend. Ja? Und da, finde ich, kommt eben nochmal die Bedeutung. Es ist keine Entfernung einer Warze, sondern es ist die Geburt eines Kindes. Die Forderung der Midwife Rebels ist klar. Sie wollen eine politische Lösung für die desaströse Geburtensituation in Deutschland. Es braucht kein Hightech, sondern es braucht ausgeruhte Hebammen, die ihre Arbeit gerne machen. Und es braucht genug, sozusagen genug davon in den Räumen, wo geboren wird. Und das ist es. Oh nee. Kannst du dir mal draußen Bescheid sagen, bitte? Bei Samantha McAnuff ist es soweit. Sie hat eine ausgeruhte Hebamme an ihrer Seite. Katharina Pereira ist bei ihr. Mehr als bei den Wehen unterstützen darf Pereira aber nicht. Die medizinische Verantwortung trägt eine der Klinikhebammen. Wenig später ist Anne-Marie Lee da. Mutter und Kind geht es gut. Acht Tage später. Pereira kommt täglich zu McAnuff und ihrem Baby, um beide zu untersuchen und die Fragen der Mutter zu beantworten. Ja, 2720. Heute hat Katharina Pereira eine Praktikantin mitgebracht. Saira Sadowski will Hebamme werden. Bei Pereira will sie Eindrücke vom Berufsalltag bekommen. Heute interessiert sie vor allem, wie die Geburt von Anne-Marie Lee lief.
Ich wollte auf jeden Fall, dass Katte noch kommt und Katte dabei ist. Und das hat mir halt voll geholfen. So. Ich wusste, jemand Vertrautes ist da. Wir schaffen das, ich brauche keine Angst haben. Weil ich hatte ja bei der ersten auch Probleme bei der Geburt. So. Ich brauche keine Angst haben. Und dann halt, sie konnte mich runterbringen, sodass ich tiefenentspannt bin. An Marilys Geburt hat für Pereira deutlich werden lassen, was sie vermisst. Ich will auf jeden Fall wieder Geburten machen, weil ich weiß, ich liebe Geburten. Also auch für mich war das so ein richtiges Geschenk, nach anderthalb Jahren mal bei der Geburt wieder dabei sein zu dürfen. War so, ah oh ja, das rundet einfach so alles ab. Aber zuerst muss sie herausfinden, wie sie ihre Familie und ihren Beruf besser unter einen Hut bekommt. Bis dahin widmet sie einen Großteil ihrer Zeit dem Kampf für eine bessere Geburtshilfe in Deutschland. Es muss einfach durchgesetzt werden, dass die Frauen in der Klinik eine 1:1-Betreuung haben. Die haben Recht darauf. Und ich finde auch, die Hebammen haben Recht darauf, nur in einer 1:1-Betreuung zu arbeiten. Wenn wir Hebammen alle zusammen uns dafür stark machen, also die Kolleginnen, die in der Klinik sind, die wirklich Wahnsinniges leisten, ja, und die freiberuflichen Hebammen, ich glaube, dass wir das zusammen schaffen können. Weil wir haben nie ein besseres Standing gehabt in der Gesellschaft, als wir es jetzt gerade haben. Und jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit zu sagen, so Schluss, so geht's nicht weiter. Wir wollen das, das und das sind unsere Forderungen. Und unter anderen Bedingungen arbeiten wir einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass das möglich ist. All das schreckt die Praktikantin Saira Sadowski nicht ab, sondern fordert sie heraus. Also ich finde gerade, da es jetzt gerade so schwierig ist und es so viele Probleme gibt, muss man sich dafür entscheiden. Weil ich meine, wir würden ja nicht weiterkommen, wenn wir immer einen anderen Weg einschlagen, sobald es ein Problem gibt. Und deswegen freue ich mich auch wirklich drauf, da richtig aktiv zu werden und mitzuwirken. Du bringst mich zum Heulen, komm, ich muss dich mal weg, liebe Saira. Ja, so was brauchen wir. Saira Sadowskis Wunsch, Hebamme zu werden, macht Katharina Pereira Hoffnung. Ihr Kampf für eine bessere Geburtshilfe in Deutschland scheint eine Zukunft zu haben. Wenn du die mal wiedersehen würdest, ich glaube, dann würdest du...